Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einer weiteren Kartenvorstellung. Und zwar stellen wir heute vor, die Karte Waldstätten, die ist am Wochenende herausgekommen. Der Text sagt, herzlich willkommen in Waldstätten, eine wundervoll gestaltete Gegend irgendwo in Deutschland. Es erwartet dich eine frei erfundene Vierfachkarte, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde und zum Verweilen einlädt. Die Map eignet sich perfekt für alle Arten der Land- und Forstwirtschaft im Single- und auch im Multiplayer. In beiden Dörfern lassen sich viele begehbare Gebäude mit Funktionen und Dekorationen auffinden. Die gesamte Karte ist Seasons Ready und gibt daher auch zum Beispiel im Winter eine wunderschöne Kulisse. Für die Landwirtschaft werden über 250 Felder zum Bewirtschaften geboten sowie 6 voll ausgestattete Höfe zum Niederlassen. Und nun das Beste. Waldstätten ist die Karte für das perfekte Roleplay, da sie einfach alles bietet, von schön gestalteten Höfen und Städten über eine idyllische hügelige Landschaft mit Skigebiet bis zu Einsatzwachen und passend dazu aktivierbaren Einsätzen und Baustellen mit Erdhaufen zum Abbaggern. So, dann schauen wir mal, hier ist schon ein Feuer im Gange, die Feuerwehr ist auch schon da. Das heißt, wir müssen uns an die Arbeit machen und diesen Brand natürlich löschen. Bevor wir weitermachen, schauen wir uns einmal die Karte im Detail an. Es ist also eine Vierfachkarte, wie der Text sagt. Das heißt 4x4 Kilometer Kantenlänge. Und wir haben hier ein Dorf, zwei Dörfer und dann haben wir einiges an landwirtschaftlichen Flächen da. Keines der Felder ist quadratisch praktisch gut, sondern alle sind natürlich geformt, der Landschaft angepasst. Angeblich gibt es 6 verschiedene Höfe. Ein Hof, das ist der Stadthof, da befinden wir uns, da gehen wir jetzt dann gleich mal hin und schauen uns den an. Dann gibt es einen Lohnunternehmerhof und verschiedene andere Höfe mit verschiedenen anderen Spezialisierungen. Wir schauen uns mal die Karte an. Und zwar schauen wir an, welches Land zu uns gehört, wenn wir als neuer Farmer starten. Und zwar ist dieses Landteil hier plus das Feld 98 und 100. Das Feld 100 hat eine Fläche von 2,5 Hektaren. Das Feld 98 hat eine Fläche von 2 Hektaren. Die Felder sind alle ziemlich klein, also alle zwischen, ja, ich würde mal sagen, das kleinste Feld wäre vielleicht dies hier. Das sind 0,5 Hektaren. Und vielleicht das größte Feld wäre so um die 6 Hektaren. Also die Feldgrößen, zumindest die Feldgrößen für die Ackerbaubetriebe, liegen zwischen 1,5 und 6 Hektaren. Dann gibt es natürlich Landflächen, die für die Forstwirtschaft vorgesehen sind, wie zum Beispiel dieses hier, das sind 6,8 Hektaren. Dann gibt es hier auch noch eine Landfläche, das sind auch etwa so um die 6, 7, vielleicht sogar 8 Hektaren Landflächen, die es gibt. Das rundherum gelegene Land kann auch gekauft werden und zwar beinhaltet dieses 1200 Hektaren und kostet 72 Millionen. Ist natürlich wahrscheinlich so gedacht, dass wenn dann so gespielt würde, dass es der Bürgermeister oder das Rathaus oder die Gemeinde dieses Land besitzt. Dann gibt es hier so vereinzelte Flächen, die noch gekauft werden können. Wir schauen uns dann vielleicht einzelne noch einmal kurz an, was das mit auf sich bringt. So, die Feuerwehr ist wieder weg. Wir haben den Brand gelöscht. Wir gehen einmal durch das Städtchen durch und stellen fest, dass wir hier gleich hier zum Rathaus Waldstätten kommen. Das ist zum Beispiel eines dieser Gebäude, das komplett begehbar ist. Also jedes einzelne Zimmer, das ist das Finanzamt, das ist hier. Jede einzelne Tür ist begehbar. Amt für Vermessung und Bauordnung, das ist dieses hier. Ja. Dann haben wir hier eine Treppe, die nach oben führt, ins obere Stockwerk. Auch oben gibt es jede Menge von verschiedenen Räumlichkeiten, die begehbar sind. Amt für geometrische Information. Ich weiß nicht, ob der Fahrstuhl aufzurufen. Mal kurz warten, bis der da ist. Wie lange das dauert, bis der kommt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, hier ist das Rechtsamt.
Jetzt ist er da gewesen. Kurz hingehen. Jetzt ist er da. Dann bin ich jetzt wieder unten. Das ist kein Problem. Da sind wir schon hochgegangen. Vielleicht gibt es ja noch das obere Stockwerk. Ah, gibt es noch ein weiteres Stockwerk. Das ist der Stadtsaal. Okay, ziemlich leer. Hier gibt es die Toiletten. Die ist auch leer. Die Damentoilette natürlich auch. Oh, hat man einen Brandalarm, Feueralarm. Oh, was ist denn das? Okay, müssen wir nachher gucken. Und es darf natürlich nicht... Es darf natürlich nicht fehlen, dass wir hier auch eine Terrasse haben, einen Ausblick. Da werden wahrscheinlich dann auch einmal mal so ab und zu mal Hochzeiten gefeiert. Na, könnte ich mir gut vorstellen, ne? Hier eine Hochzeit zu feiern. Schön ein Sekt, Glas Sekt hier aufzumachen. So, überall gibt es diese Brandmelder oder Alarmsysteme. Die perfekt geeignet sind, und das hat ja auch der Text eingangs gesagt, für Rollenspiele. Na, also das heißt, hier kann eine Feuerwache, eine Polizeiwache und verschiedene andere Aspekte natürlich komplett simuliert werden. Da gibt es die Collectibles, die zu finden sind auf der Karte. Die werden dann hier gezeigt. Hier ist der Hausmeister und die Brandmeldezentrale. Das ist diese hier. Okay, das ist dieses hier. Also ich kann natürlich hier nicht jede Tür aufmachen. Aber ihr versteht schon, dass es hier sehr, sehr vielseitig nutzbar ist. Also für Rollenspiele perfekt geeignet. Und somit gibt es auch andere Gebäude auf dieser Karte, wie das Krankenhaus und so weiter. Und, oh. Was ist denn jetzt los? Ist es jetzt ein Sirenentest oder müssen wir da jetzt alle in den Bunker gehen? Okay, das war ein Test. Alles klar. Dann gucken wir mal weiter. Also das Krankenhaus ist so ein Ort, wo man auch rein kann. Dann gibt es auch einen Supermarkt und verschiedene andere Gebäude, die so gestaltet sind, dass sie eben begehbar sind, damit eben ein gutes Roleplay stattfinden kann. Wir können ihn machen noch mal ganz kurz, bevor ich mir, ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten rauslassen oder einlassen. Wir gehen jetzt mal hier noch ins Krankenhaus rein, nur um zu zeigen, dass es hier eben auch begehbar ist. Was ist hier? Ja. Da haben wir den Schockraum, zwei Schockräume. Ja. Notfall. Genau. Auch hier natürlich gibt es ein Treppenhaus, da kann man auch hochgehen. Auf eine andere Etage. Hier ist eine Kantine für das Personal. Hier haben wir dann die halb privaten Zimmer. Hier auch schön dekoriert, sogar mit Fotos. Ja, das ist also das Krankenhaus. Wie gesagt, es gibt noch andere Gebäude, die begehbar sind. Das ist auf jeden Fall mal eines dieser Gebäude. Das Rathaus haben wir schon gesehen. Und auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, den Feueralarm auszulösen, wenn hier eine Gefahr ist. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an,
was noch da ist. Also der Saatkalender ist der Standard-Saatkalender, den wir kennen. Dann schauen wir uns mal die Produktionsstätten an, die verbaut sind. Also es gibt eine Schreinerei, eine Ölmühle, es gibt die Traubenverarbeitung, ein Sägewerk, dann gibt es die Molkerei, die Zuckerfabrik, die Schneiderei, die Bäckerei und die Spinnerei, die standardmäßig als Produktionsstätten verbaut sind. Dann schauen wir, wo wir was auf- oder kaufen können. Das ist die Tankstelle hier. Die hatten wir vorhin gerade gesehen, als sie noch gebrannt hat. Dann gibt es Verkaufspunkte. Da gibt es zum Beispiel den hier. Da ist ein Zug zum Buchen, dass man dann dies wegfahren kann Richtung Mittelberg oder Buchen. Dann gibt es hier das Hochsilo. Das gehört natürlich zu unserem Hof. Den schauen wir uns gleich an. Da gibt es einen Bauernladen, das heißt, wir verkaufen direkt ab Hof gewisse Artikel. Das Biomassekraftwerk, dann gibt es die Pizzeria, eine Verkaufsstelle. Dann haben wir das Restaurant, die Bäckerei und den Bauernmarkt, der natürlich auch einiges verkaufen kann, der auch einiges annimmt. Dann haben wir noch den Getreidespeicher und das waren dann die Verkaufspunkte. Wir gehen mal zu der Farm, die zu uns gehört, wenn wir als neuer Bauer starten. Und zwar gehen wir erstmal zu diesem Landstück hier. Das ist also, hier haben wir etwas an Hallen da. Das hier ist eine Halle, die ist zusammengebaut mit einem Kuhstall. Hier ist der Verkaufspunkt und das ist unser Hofladen. Das heißt, hier werden zum Teil Produkte verkauft, die direkt hier produziert werden. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Kuhstall. Was ich nicht herausgefunden habe, wie ich hier das Tiermenü ändere oder öffne, weil ich komme sofort nach Türe schließen, komme ich gleich in den Trigger Hallenbeleuchtung anschalten. Also wenn ich R drücke, da geht die Hallenbeleuchtung an. Ich habe nirgendwo die Möglichkeit, hier das Tiermenü oder das Kaufmenü der Tiere aufzurufen. Da müsste wahrscheinlich noch ein bisschen was nachgebessert werden. Ich habe natürlich im Vorfeld meinen üblichen Test gemacht bezüglich der Futter. Also, es kommt heraus, dass hier Heuballen angenommen werden, aber Strohballen nicht. Stroh muss also eingestreut werden. Dann mit zum Hof gehören noch diese zwei Keilsilos. Ja, dann haben wir hier nochmal einen Unterstand. Und da, der ist auch leer. Dann haben wir hier unser Hochsilo zum Entladen und zum Befüllen hier drüben. Dann haben wir hier nochmal eine Maschinenhalle stehen. Und hier haben wir dann einiges Wandmaterial drin. Wir haben einen Brandner, wir haben zwei Brandner. Einmal den 24073XXL. Und das müsste gleich derselbe sein. Also wir haben zwei große Brandner stehen. Dann haben wir einen John Deere 6250 stehen. Da haben wir die Amazone Seemaschine stehen. Und wir haben den Favorit 515C stehen, der auch zu uns gehört. Auch wenn diese schmutzig sind, haben die noch 0 Stunden drauf. Das heißt, die sind neu auch, aber sie sind einfach beim Transport hierhin ein bisschen beschmutzt worden. So, das ist ja, oh, ich habe es natürlich fast vergessen. Wir haben noch den Rostelmarsch mit dem Powerstream 500, der natürlich auch dazu gehört. Das heißt, wir können sofort anfangen, etwas zu dreschen. Dann gibt es hier noch mal ein, das ist glaube ich dann ein Misthaufen. Der hier ist, für was der hier jetzt seinen Nutzen hat, kann ich nicht sagen, weil der ist zu weit weg vom Kuhstall.
So, das ist auf jeden Fall der Hof, der zu uns gehört, wenn wir als neue Farmer starten. Ich habe natürlich vergessen, wir haben hier noch den Schäfer stehen, der auch zu uns gehört. Schau mal vorsichtshalber nochmal in die Garage rein. Also die beiden Traktoren haben wir gesehen. Wir haben noch zwei Stapler stehen. Einer ist dann am Shop und der andere ist irgendwo auch noch hingestellt, dass wir den auch benutzen können. Dann gibt es noch ein Frontladewerkzeug, das haben wir nicht gesehen. Kreiselecken und Zetentechnik-Disk ist zusammengehängt. Ja, das ist das, was wir schon gesehen haben. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Aber muss ganz ehrlich sagen, auch hier wirklich, wie es schon gesagt wird, sehr, sehr detailliert. Die Liebe zum Detail ist extrem schön gemacht. Hier und da gibt es vielleicht noch gerade so ein paar Texturübergänge, aber ansonsten muss ich sagen, also jetzt auf den ersten Blick extrem schön gemacht. Auch wenn man sich umschaut, es ist ein bisschen hügelig, nicht extrem, es ist nicht bergig, aber es ist auch nicht flach. Das Umfeld ist sehr, sehr schön. Wir machen mal kurz einen kleinen Überflug. Ich kann natürlich nicht auf alle Aspekte eingehen. Ich versuche es so gut zu machen wie möglich. Ne? Wir können sehen, hier ist eine deutliche Anhöhung. Da geht es also deutlich die Straße hoch. Und da oben ist dann auch das Lohnunternehmen oder den LU, der Lohnunternehmerhof. Ja, da gibt es einiges installiert. Dann gibt es eben hier eine größere Grünfläche, die teils bewaldet ist. Dann hier gibt es so ähnlich was wie eine Teststrecke, die nicht ans Straßennetz angebunden ist. Wahrscheinlich so eine Fahrlehrstrecke. Dann hier, wie gesagt, eines der Dörfer. Da ist auch ein Bahnhof, der ist extrem schön gemacht. Hier kann man den wahrscheinlich den Zug rufen. Zug für 1000 Euro pro Stunde mieten. Auch hier sehr detailliert. Waldstätten, Oberwalden und Mittelberg hat man sogar noch die An- und Abfahrtzeiten hier alle drin. Also wirklich, wirklich, wirklich schön gemacht hier. Da gibt es sogar ein LKW, der als KI herumfährt. Das finde ich ja auch richtig toll. Habe ich ja auch bisher nicht gesehen oder ich habe mich nicht darauf geachtet. Gehen wieder in den Flugmodus. Haben wir hier eine Industriezone. Dann hier oben haben wir schon fast das Ende der Karte wahrscheinlich. Da gibt es noch einen Berghof, Bergrestaurant. Auch super schön gemacht. Ja, hier geht es gegen Richtung Ende der Karte. Hier haben wir noch ein Zelt und Urlaubsplatz. Eine Grillstelle. Da ist die Passhöhe, das Restaurant zur Passhöhe und dann habe es hier noch einen Badesee. Dann gibt es hier eine Gondel, eine Seilbahn, Luftseilbahn, die führt nach unten. Ich frage mich, ob man die nutzen könnte. Hier gibt es das Skigebiet, das ist angesprochen worden. Ich glaube, die kann nicht benutzt werden. Aber die Animation ist schön gemacht. Das Gebäude ist glaubhaft. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es so ist. Gut, in diesem Falle hier sind gerade ein bisschen viele von diesen großen Gondeln unterwegs. Aber toll, schön. Wir gehen weiter in den Flugmodus. Gehen mal hier lang. Hier kommen wir zu einer Kiesgrube. Hier können verschiedene Produkte dann auch fabriziert werden. Kies, Asphalt und so weiter. Schauen wir uns gleich an. Dann hier ist das Kartenende. Hier ist die Autobahn, die rundherum vorbeiführt. Dann haben wir hier
verschiedene kleinere Höfe, die noch verwendet werden können, besetzt werden können, je nachdem, wie viele ihr beim Multiplayer seid. So, da hier haben wir das zweite Dorf. Hier ist die Feuerwache. Hier unten, das ist das andere Dorf. Hier gibt es eine wahrscheinlich eine Ölraffinerie. Die hat aber bis jetzt, oder so wie ich es verstehe, keine Funktion. Ist rein dekorativ. Ich glaube, dass hier drüben könnte die Biogasanlage sein, die eingebaut ist. Hier gibt es einen Fernseher oder eine Funkantenne. Hier ist auch eine Biogasanlage. Das ist unser Hof hier unten. Ja, ich würde sagen, das war mal der Rundflug. Ich würde mal sagen, wir schauen uns mal den Verkaufskatalog an von den Früchten. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass hier tatsächlich alles, was produziert werden kann, verkauft werden kann. Sei es Standardfrüchte, seien es Produkte aus den Produktionen. Es geht sogar so weit, dass selbst die Abfallkartoffeln, Pflanzkartoffeln und Premiumkartoffeln aus dem Saatgutkartoffeln Add-on oder Mod verkauft werden kann, und auch alle Produkte, die Omatana macht, also Omatanas Produktionspack, kann auch verkauft werden. Ihr habt sicher schon gesehen, hier gibt es noch verschiedene neue Fruchttypen, sagen wir es mal, Verkaufstypen. Da gibt es Asphalt, Beton, Kalkstein, Kies, Sand, Zement, Flusssand, Steinpulver, Mutterboden. Das sind alles Produkte, die hier gewonnen werden können auf dieser Karte, zusätzlich zu dem, was produziert werden kann in der Landwirtschaft. Es würde definitiv zu weit gehen, wenn ich jetzt hier auf jede Einzelheit noch eingehen würde. Ich mache auf jeden Fall den Link für die Hauptseite von dem Modding-Team, der das die Karte erstellt hat. Und zwar wurde die Karte bei Giants im ModHub freigegeben unter dem Namen NRX Iki. Downloadgröße 670,69 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Hier sind natürlich ziemlich viele Scripts verbaut. Das heißt, es ist klar, auch es ist eine Vierfachkarte. Wobei dies das Argument der Vierfachkarte seit der Frankenmutkarte nicht mehr als das einzige Argument gilt. Aber hier definitiv ist es leider nur für PC und Mac eine schöne Karte. Ich verlinke natürlich die Downloadseite direkt über den Giants Mod Hub und natürlich die entsprechende Informationswebseite von dem Team in die Beschreibung rein. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick über die vielseitigen Möglichkeiten dieser Karte geben. Ich würde nicht sagen, dass ich hier überhaupt nur die Oberfläche wirklich angekratzt habe, aber gebt euch natürlich, ladet die Karte herunter, macht mal eine Rundfahrt, genießt mal diese schöne gebaute Karte, die ist sehr, sehr glaubwürdig gebaut, schön dekoriert, alle Details stimmen. Dann würde ich sagen, lasst mir doch gerne den Daumen da, falls euch dieses Video gefallen hat. Holt euch doch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Kartenvorstellungen oder Modvorstellungen, die auf diesem Kanal produziert werden, verpassen. Damit würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Kartenvorstellung oder bei der nächsten Modvorstellung. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.